Was passiert, wenn man Pommes und Rösti mischt? Ja, es kommt was Neues raus, nämlich die Rösti-Fries. Und die gibt's bei Edeka und die probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, Vorspann, habt das gesehen. Rösti-Fries von Edeka. Das sah so lecker aus, da dachte ich mir, das muss ich mitnehmen, wie ihr mich kennt. Denn ich finde es immer gut, wenn Sachen anders sind einfach mal. Und das sind jetzt einfach Pommes mit Röstis gemischt. Oder besser gesagt, es sind Röstis, die in Pommesform sind. Das bricht es, glaube ich, ein bisschen eher. Ja, die gibt es bei Edeka, könnt ihr eigentlich deutschlandweit kaufen. Ich habe sie auch ganz normal geholt. Gibt es, glaube ich, erst seit kurzem, seit ein paar Tagen erst. Und ja, 1,99 waren jetzt gerade eine Aktion für 99 Cent. Also 1,99 glaube ich auch okay. 500 Gramm sind drin. Und was ist es? Wir gucken es uns mal genau an. Ich zeige euch mal schnell die Zutaten-Nährwerte. Es sind also 73% Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Reismehl, Kartoffelflocken, Speisesalz, Dextrine, Stabilisatoren, Methylcellulose, Dextrose, Gewürze, Stärke, Backtriebmittel. Also ein bisschen viel, ne? Also normalerweise sind es Pommes, finde ich. Also es ist nicht wenig, was hier drin ist. 182 Kalorien auf 100 Gramm. Und oben habt ihr ja gesehen, Methylcellulose. Bei Veganen wird das gerne auseinandergerissen. Ich habe das öfters mal erwähnt, so bei veganen Produkten. Achtet mal drauf, wenn ihr nicht vegane Produkte kauft. Okay, das Produkt hier müsste jetzt auch vegan sein, aber nicht diese Produkte, die das offensiv vegan bewerben. Also wo richtig versteht, hey, wir sind vegan, wir haben eine Alternative und dann, oh, im Fleisch sind ja Fasern drin, das ist Tapetenkleister und so. Das wird ja immer gerne so auseinandergenommen von einigen Menschen, wo ich dann sage, guckt mal eure Standardprodukte rein, die ihr ganz normal im Supermarkt kauft. Die müssen ja nicht gezielt unbedingt vegan sein. Es gibt wirklich auch nicht vegane Produkte, wo sowas drin ist. Hier ist das halt auch mit drin, um halt, denke ich mal, einfach die Fasern, um die Festigkeit hinzubekommen, die dieser Rösti-Brei, der es eigentlich sonst nur ist, zusammenhält. Wir gucken jetzt gleich mal, was es können. Ich haus in die Heißluftfritteuse. Das dauert angeblich im Backofen 15 bis 20 Minuten. Heißluftfritteuse tippe ich dann auch mal so auf 15 Minuten. Das müsste klappen. Ich hau das jetzt rein und ihr seht dann gleich das fertige Ergebnis und danach seht ihr mich auch wieder. Darum bis gleich. Ja, und hier sind sie jetzt, die Rösti-Fries. Und ich muss sagen, die sehen richtig, richtig gut aus, oder? Die sind top, muss man sagen, von der Optik. Schön gebräunt. Okay, war natürlich Heißluftfritteuse. Ich weiß natürlich nicht, wie es in der normalen Fritteuse dann ist. Es taucht hier natürlich eine Wespe auf. Ich zoome euch hier mal ein bisschen ran an das Stück, was offen ist. Da seht ihr auch den Rösti-Kern. Ja, und jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren sie und ich bin gespannt, ob sie geschmacklich überzeugen. Und da seid ihr wieder. Ja, und das sind sie, die Rösti-Fries. Also sehen die nicht gut aus. Also ich bin begeistert. Also das ist eine Optik, die mich anspricht. Schöne Größe. Natürlich ist alles geformt, aber es sieht einfach gut aus. Also da kann man, finde ich, nichts Negatives zur Optik sagen. Jetzt ist nur die Frage, schmeckt das auch? Ich habe die andere Teil der Tüte wieder im Gefrierer, darum ist die Tüte jetzt nicht mehr hier. Also es ist nur ein kleiner Teil. Also es ist ungefähr nochmal mehr als das Doppelte hiervon drin. Und die wiegen auch ein bisschen. Hier, diese Schälchen habe ich mir mal gekauft. Das fand ich ganz schön, weil wenn ich esse, will ich es auch mal gerne schön haben. Ich mag so kleine Pommes-Schälchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Rösti-Fry schmeckt. Es hat wirklich einen schönen Rösti-Geruch. Crunch schön und hat auch diesen typischen Rösti-Geschmack, den es einfach braucht. Ich mache mir jetzt hier mal ein bisschen Ketchup dazu. Immer ganz wichtig, Ketchup vorher schütteln. Dann macht man ja oft falsch und dann kommt immer nur Wasser raus. Prost, zack. Aber so im rohen Zustand sind die schon sehr, sehr lecker. Also wenn ihr Röstis mal mögt, dann werdet ihr das auch mögen. Und das ist halt so ein perfektes Rösti zum Fingerfood mäßig. Ja. Mit Ketchup läuft das auch. Und ein bisschen Mayo. Ich habe hier noch ein Glas, das muss eh weg. An sich perfekt. Also eine tolle Geschichte. Rösti-Fries schmecken einfach lecker. 5 von 5 Punkte. Geschmacklich. Wer Rösti mag, wird das mögen. Und wer das mag mit Fingerfood und so, ich finde sowas ganz lecker. Als Alternative mal zu Pommes und Co. oder Süßkartoffelpommes und was es alles gibt. Eine tolle Alternative. Probiert sie aus, 1,99 bei Edeka. Macht ihr nichts mit falsch. Und die Frage gleich mal parallel, noch am Ende. Wenn ihr Pommes oder so esst, mit Ketchup oder mit Mayo oder beides?
ich bin eher so der Mayo-Esser. Darum sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ob ihr sie schon probiert habt oder ob ihr sie probieren werdet. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.